Jedes Verbrechen muss bestraft werden. Ihr da macht keinen Lärm. Mein Name ist Kit, ich muss mit euch reden. Was wollt ihr, Kit? Ich habe mich an euch von damals, als ich noch für Scout Eltern gearbeitet habe. Ja, ihr seid uns seit ihr uns verlassen habt, ging es nur bergab. Eltern ist krank, er liegt im Raum hier nebenan. Rashad, sein Heiler, sagt ständig, er könne nichts tun, aber nach dem, was ich gesehen habe, möchte ich behaupten, dass er gar kein Heiler ist. Allerdings kann mir das jetzt auch egal sein. Ich habe beschlossen, aus der verdammten Faust zu desertieren. Mir wollen die Dinge zu haarig werden. Ich will nicht mein Leben lassen für irgendeinen Machtkampf hier in der Stadt. Warum glaubt ihr nicht, dass Rashad ein Heiler ist? Ich bin ihm eines Nachts gefolgt bis hinein in die Kanäle. Von dort ging er in den Unterkeller und was hat bitte schon ein Heiler im Hurenhaus zu suchen? Ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber es war bestimmt nichts Gutes. Ich muss mich aus dem Staub machen, bevor mein Kommandant meine Desertion bemerkt. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Rashad Essas Heiler begibt sich auf die Unterkeller, ein heruntergekommenes Piephaus, in dem man durch die Abwasserkanäle der Stadt gelangt. Beinahe unter meiner Würde. Ja, diesen Heiler. Hm? Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Wir sind hier, um den Herzog zu schützen. Beschränkt die Primaten. Hierher zu kommen war euer letzter Fehler. Wachen? Jetzt wollen wir mal sehen, wie ihr euch mit eurem so berühmten Kampfkünsten dem einen ausnehmt, der zum Morden geboren ist. Okay, da haben wir wohl Scars Mörder. Ein großer Doppelgänger, das würde nämlich erklären. Erklären, wer Scar ermordet hat. Eltern? Ich stehe wieder mal in eurer Schuld. Dieses Wesen hat mich viel zu lange in seiner Gewalt gehabt. Wäre ich nicht außer Gefecht gesetzt worden, hätte ich Scars Tod vielleicht verhindern können. Wurst. Angelo wurde nur zu bald Wind von meiner Genesung bekommen. Ihr müsst mich unbedingt von hier fortbringen. Angelo sieht es sicher nicht gerne, dass ich unter den Lebenden weile und meine fünf Sinne wieder besalben habe. Bringt mich zum Haus des Hafenmeisters, der ist ein alter Freund von mir, bei dem ich mich ausruhen kann. Bis ich gänzlich genesen bin. Neben diesem Brief, den konnte ich Rashad abnehmen, als er sich um mich kümmerte. Nach dem, was ich dort lese, hat Zarivok Übles mit der Stadt vor. Ich sorge mich um das Leben der beiden anderen Herzöge, Lia und Belt. Sollten sie sterben, würde Zarivok die Herrschaft über die Stadt übernehmen. Ihr müsst Slife und Christin finden und sie aufhalten. Ruhe schnell, wir müssen uns beeilen. Okay, wir haben Herzog... Was? Leiche von Herzog Eltern? Herzog Eltern ist äußerst schwach und liegt bewusstlos da. Okay. Kiska, ich muss euch mein Lob für einen bestens ausgeführten Auftrag aussprechen. Ohne eure sorgfältig ausgeführten Dienste wäre Eltern mein stärkster Widersacher geblieben. Ich muss euch um einen weiteren Gefallen bitten. Einige eurer Gefährten sammeln sich am Kanalzugang des Palasts. Sie bereiten sich auf die Ermordung von Herzogin Lia Janav und Großherzog Belt vor. Ihr müsst sie bei ihren Bemühungen unterstützen, da ihr der listigste unter euresgleichen seid. Auf diesen Moment habe ich schon lange gewartet und ich hoffe ihr ebenso. Es wird ein einzigartiges Blutvergießen geben, wenn ich arm den Krieg erkläre. Trefft euch mit Christin und Sif im Unterkeller, sie sind meine besten Assassinen. Über die Kanäle gibt es zahlreiche Zugänge zum Unterkeller, Sarivok. Okay. Was? Gut. Das heißt, Eltern führt uns auch schon mal zu diesen beiden Meuchelmördern im Unterkeller. Aber die Beweise werden wahrscheinlich immer noch nicht ausreichen. Wir müssen gucken, ob Sarivok noch was in. Nichts leichter als das. Ob Sarivok noch was zu verbergen hat, im Eisenthron hinterlassen hat, was uns helfen könnte. Du, geh uns aus dem Weg, wir haben Herzog Eltern dabei und wir bringen ihn jetzt in Sicherheit. Obwohl, der wird wahrscheinlich denken, dass wir ihn gerade entführen. Deswegen schnell weg hier. Und nicht an den Karren da verkeilen, bitte. Au, und nicht dünner hier hauen. Ach, ja.
Manchmal sind die Jungs von der Double Faust echt nervig. Und manchmal ist die Wegfindung nervig. So. Das heißt, wir gehen jetzt zum Hafenmeister. Gut. Wir haben einen Diamanten, der kann verkauft werden bei Minsk. Sonst haben wir nichts. Nein, Halsketten haben wir auch alle abgelegt. Gegenstand kann nicht verwendet werden. Du kannst den Stab der Himmel verwenden. Ah ja. Ach, der kann nur von Klerikern verwendet werden. Gut zu wissen, das. Ja. Steht das doch dabei? Flammenschlag. Kann nicht verwendet werden von Kämpfern, Zauberkundigen, Barden, Dieben. Also nur von Priestern. Was wollt ihr? Gut. So, jetzt aber erstmal hier rein. Komm. So. Hafenmeister. Dass ihr euch hier herumtreibt. Beim Atem der königlichen Piep, das ist ja Herzog Elter, den ihr da bei euch habt. Er sieht aber ziemlich mitgenommen aus. Lasst ihn hier bei mir, ich werde mich um ihn kümmern. Ihr seid also diejenigen, die im Auftrag von Ska und Elter gegen den Eisenturm vorgehen. Und ihr habt sicherlich einiges zu tun, also ihr lasst euch nicht auffallen. Macht euch mal um Elter keine Sorgen, ich werde ihn schon aufpappeln. Ich muss ihn an einem sicheren Ort bringen, also dann viel Glück. Okay, immerhin Stufe erhöht. 20 Punkte, das geht dann mal wieder hier und hier rein. Okay, wir haben 105%ige Chance, Fallen zu entschärfen und Schlösser zu öffnen. Sehr schön. Gut. Gut. Unter meiner Würde. Das heißt, nächste Haltestation ist direkt hier gegenüber der Eisenturm. Das Einzige, was ich will, ist in den Eisenthron. Und wer läuft da wieder verkehrt? Minsk. Brenner Liesling, so sieht's aus. Die Lage zwischen uns und Arm spitzt sich immer weiter zu. Bald wird's Krieg geben. Pest und Seuchen. Besser sie als wir, sage ich. Plage, Pestilenz, woher? Vor Krieg natürlich. Was? Vor Krieg natürlich. Was denkt ihr, könnte sonst daraus folgen? Deshalb muss Sarivok auch Großherzog werden, denn er würde die Ressourcen des Eisentrons davon einsetzen, uns zu unterstützen. Erst angreifen und dann auf ihrem Boden Krieg führen, nicht hier. Wie gesagt, besser sie als wir. Sarivok scheint nach dem Titel des Großherzogs zu streben. Seine Verbindung zum Eisenthron hat ihn bei den Massen sehr beliebt gemacht, da viele nur die hohe Qualität ihres Eisens mit dem sicheren Erfolg im kommenden Krieg am Gleich setzen. Ich bin das Gesetz! Jetzt müssen wir auf Minsk warten, der natürlich mal wieder nicht richtig laufen kann. Na. Ich bin das Gesetz. Leute, da sind Kinder. Ihr wollt doch nicht vor Kindern kämpfen. Habt ihr etwas gesagt? Hallo. Ich bin ganz Ohr. Hätte es hier irgendwo den Gullideckel gegeben, durch den wir rein hätten können? Ja, hier gleich. Egal. Minsk, komm endlich. Minsk? Minsk? Beweg dich. Bo, zeig ihm, wo es lang geht. Gott sei Dank. Oh, da ist immer noch der aggressive Händler. Lass mich gehen oder die Wache bekommt dich. Aus dem Weg, Eitri. Verlasse dieses Schiff so schnell ich kann. Warum habt ihr solche Angst? Hat Sari wirklich alles unter Kontrolle? Ich will gar nicht bestreiten, dass er alles unter Kontrolle hat. Aber egal, was er geplant hat, hat er bestimmt nicht das Wohl des Eisenthrons im Auge. Hat er bestimmt nicht das Wohl des Eisenthrons im Auge. Er hat uns im Stich gelassen und seine neue Position. Er soll schon bald zum Großherzog ernannt werden. Muss er dafür loswerden. Und es würde mich nicht überraschen, wenn er die flammende Faust morgen hier durchschicken würde, als Beweis seiner Haltung gegenüber Handelsverbrechen. Sag ich vor Großherzog, wie kann das sein? Eigentlich ganz einfach. Er hat sich Unterstützung verschafft, indem er versprach, dass
von ihm selbst gestiftete Chaos zu bekämpfen. Mit dieser Idee sollte er außerordentlich erfolgreich sein, wenn man bedenkt, dass er alles unter Kontrolle hat, seit unsere Anführer tot sind. Ich bezweifle jedoch, dass er auf ein nettes, ruhiges politisches Leben abgesehen hat. Er scheint möglichst viel Zerstörung anrichten zu wollen und ich glaube, er will einen Krieg gegen Am heraufbeschwören. Warum verfolgt er so einen Plan? Woher soll ich das wissen? Ich bin kein Hellseher. Ich weiß nur, wie man Geschäfte macht. Aber was er da tut, macht wirtschaftlich keinen Sinn. Wollte er reich werden durch den Erzhandel, hätte ich das verstanden. Hätte er den Eisenthron unversehrt gelassen, hätte er seine angehende Position als Herzog dazu benutzen können, Sanktionen gegen Amt zu verhängen und auf diese Weise unsere Handelsmacht über Gruppen wie die Ritter des Schilds auszuweiten. Wie es aussieht, will er uns hiergegen aufgeben und einen blutigen Krieg anzetteln. Die Menschen glauben an Sarivok und es braucht mehr als eine Klinge, um sein Ansehen in den Augen der Öffentlichkeit zu schmälern. Das interessiert mich nicht, ich werde ihn zerstören, meinen Namen reinwaschen. Wie kann das Volk an ihn glauben? Sehen sie nicht sein wahres Wesen? Menschen sehen, was sie sehen wollen und sie wollen einfach einen Retter sehen. Er bietet ihnen da Stabilität und scheint sie auch gewähren zu können. Das ist mehr als andere ihn bisher haben bieten können. Ich habe genug von diesem Gerede. Wenn ihr mich niederstrecken müsst, dann tut wie es euch beliebt, aber erwartet nicht, dass ich das abwarten werde. Beinahe unter meiner Hand. Nö, ich verschwinde bloß. Sarivok schaltet im Eisenthron. Ah. Wir müssen uns in die Unterkirche begeben und nach Liv und Christine, zwei von Sarivoks Meuchelmörder, suchen. Eltern glaubt, dass Sarivok vorhat, die Großherzöge, also das hier ist wieder falsch, Eltern und Lia umzubringen, also nicht den anderen. Wie heißt du nochmal? Ich hab's wieder vergessen. Wir müssen dies auf jeden Fall verhindern. Außerdem sollten wir Eltern zum Gebäude des Hafenmeisters bringen, das sich auf der Ostseite des Hafens befindet. Sarivok scheint nach dem Titel des Großherzogs zu streben. Seine Verbindung zum Eisenthron hat ihn bei den Massen sehr beliebt gemacht, da viele nun die hohen Qualitäten ihres Eisens mit dem sicheren Erfolg des kommenden Krieges gegen Am gleichsetzen. Sarivok schaltet im Eisenthron fast genauso wie ich. Sehr schön. Er nutzt dessen Ressourcen, um seinen politischen Aufstieg in Balustur zu finanzieren. Er hat auch seiner Lakaien als neuen Kommandanten der flammende Faust eingesetzt, um Scar zu ersetzen, der plötzlich starb. Sein Ziel ist es wahrscheinlich, Großherzog zu werden, doch was er danach abstrebt, weiß keiner. Die meisten Bürger halten ihn für einen Heiligen und man braucht stichfeste Beweise, um sie vom Gegenteil zu überzeugen. Ja, der Händler da. Hat sie etwas gesagt? Oh, wer bist du? Was willst du? Wer geht mir aus dem Weg? Es ist mir egal, wer ihr seid, ich will nur weg von dir. Und wer seid ihr? Ich heiße Pang und wäre euch dankbar, wenn ihr mir aus dem Weg gehen könntet. Es ist mir völlig egal, warum ihr hier seid. Nehmt alles, was ihr wollt, wenn ihr Liebe seid. Ich will jetzt nur noch weg. Dieser wahre Volk ist ja größenwahnsinnig. Unsere Anführer war noch keinen Tag lang tot, als er schon zum neuen Anführer des Eisenthrons erklärt wurde. Da stellt es euch sicher nicht, wenn ich ein bisschen an eurer Schatztruhe greife. Party sind sowieso schon fast alle leer. Sarivok fällt nun schon seit einiger Zeit heimliche Entscheidungen und das hat uns alles einiges gekostet. Er scheint sich nicht groß um Gewinn oder sonst was zu bekümmern. Dieser Eisenmangel wurde zu seinem Lieblingsprojekt, doch er hat ihn zum Verstärken der Spannungen statt zum Aufbau unserer Geschäftsbeziehungen eingesetzt. Er hat genau wie irgendein Held zu unserem Verderben beigetragen. Warum er einen Krieg will, ist mir schleierhaft. Viel Spaß beim Plündern, ich gehe jetzt für immer. Sarivok hat die Führung über den Eisenthron nach dem Tod der Anführer übernommen. Doch er scheint kein Interesse am Eisenthron zu zeigen und trifft Entscheidungen, die ohne Zweifel die gesamte Organisation ruinieren werden. Er hat offensichtlich schon die ganze Zeit hinter den Kulissen die Führung inne gehabt und den Eisenmangel dazu benutzt, die Spannungen zu verschärfen, anstelle ihn als Verdienstmöglichkeit anzusehen. Welche Motive er auch hat, sie sind sicherlich nicht darauf ausgerichtet, den Eisenthron zu nutzen. Okay, ich würde mal sagen, ich speichere hier mal wieder. Mist. Es sind Monster hinter dir, es ist ein Gegner in der Nähe. Da muss ich halt noch mal kurz rausgehen. Da kann ich auch nicht speichern. Okay. Gut. Hoffen wir mal, dass es im Keller besser ist.
Ja, hier scheint es ruhig zu sein. Okay. EP037. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.